6500 Kilometer in 10 Wochen, das ist Hank, mein Volkswagen ID.7. Ich mag das Auto wirklich sehr gerne, es passt super zu mir, aber es gibt natürlich Dinge, die nicht perfekt sind und es gibt Dinge, die man verbessern könnte. Und es gibt ein Ding, das mich wirklich nervt. Dieses Video wurde unterstützt von Tronity, ein Must-Have für alle Volkswagen, Tesla und Ford-Besitzer, aber auch für andere Marken. Mit der App oder im Browser habt ihr einen Überblick über eure monatlichen Kosten, alle eure Ladevorgänge, das Verhältnis zwischen AC- und DC-Laden und alle eure Fahrten. Außerdem gibt es ein 100% finanzamtkonformes Fahrtenbuch. Meine Zuschauer bekommen 25% Rabatt, wenn sie den Link in der Beschreibungsbox benutzen. Wenn es ums Aussehen geht, habe ich nur zwei kleine Dinge und das ist jetzt nicht so wichtig. Unten hinten der Reflektor, der über die ganze Seite geht, ganz am Boden, der könnte ein bisschen kleiner sein. Ich bin ein paar Mal hinter ihm gefahren, wenn meine Frau fährt und ja, das sieht jetzt nicht so super aus. Und was mir nicht gefällt, ist dieses durchsichtige Plastik über dem Rücklicht. Das kann weg. Man macht mal einfach ein Licht, das Regen aushält und fertig. Das sieht ein bisschen billig aus. Designmäßig oder funktionell wäre es jetzt super, wenn beim Ladeanschluss, ich brauche keine elektrische Klappe, ich finde das sogar nervig, weil, come on, mach auf, mach zu, oh, das dauert, sondern es wäre schön, wenn man den Ladeanschluss, wenn man da nichts rausziehen muss, sondern wenn man das mit einem Knopf, wenn das aufhüpft wie bei Mercedes und BMW, bei Audi auch? Bei Audi ist ja ein bisschen anders. Aber das wäre mir jetzt sehr recht, das würde das Auto schon ein bisschen besser machen. Aber die Software-Dinge, die wirklich wichtig wären. Das erste ist beim Head-Up-Display oder beim Cockpit. Beim ID.7 hat man ein kleineres Cockpit und ich kann die Fahrdaten nicht im Cockpit sehen. Bei ID.4 und so weiter mit der neuen Hardware und bei der alten auch schon und auch beim Skoda Enyaq sehe ich das. Und ich hätte es beim ID.7 auch gern. Ich verstehe, dass das nicht im Cockpit geht, weil das kleiner ist. Das ist halt eine Designentscheidung. Aber wie wäre es denn im Head-Up-Display? Das Head-Up-Display kann viel anzeigen. Warum kann ich nicht ein bisschen eins rübergehen und dann sehe ich zum Beispiel im Moment sehe ich schon den Durchschnittsverbrauch, aber nur von seit dem Start. Wie wäre es, wenn ich da zwei Dinge sehe? Durchschnittsverbrauch und die Kilometer, die gefahren sind. Und wenn ich dann, keine Ahnung, nach oben und unten, da gibt es ja einen Knopf oben unten, der ist noch nicht aktiv. Wenn das dann die Zeit und Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen würde. Und wenn ich OK drücke, wie jetzt auch beim Cockpit, dann hüpft er durch seit dem Start, seit dem letzten Laden oder Langzeit. Das wäre schon toll. Und das nächste wäre in der Navigation. Navigation ist allgemein wirklich gut, auch das Planen für Ladestopps, wenn man irgendwie eine Langstrecke fährt. Das plant er schon okay, weil er jetzt eben Temperatur, Außentemperatur, Wetter mit einberechnet, ob es nach oben geht, nach unten, wie man fährt, wie schnell man fährt, ist es Autobahn, Landstraße. Die Kalkulation ist schon okay. Was für mich noch nicht passt, ist die Ladestationsauswahl. Im Moment kann ich sagen, mit welchem Kilometer, Restkilometer komme ich an. Und ich kann sagen, dass das WeCharge unterstützt. Bei Volkswagen, wenn man den Ladeservice benutzt, ist ja WeCharge. Und wenn man monatlich was zahlt, ist WeCharge Plus. Gibt es noch einen anderen, weiß ich jetzt nicht. Und wenn ich jetzt im Navigation für die Anzeige filtern möchte, Ladestationen, also nur Anzeige, dann kann ich auswählen, alle Lader über 50 Kilowatt, über 100 Kilowatt. Warum nicht über 200 Kilowatt? Dieses Auto kann Peak, 100, Spitze 192 Kilowatt. Also wäre schon schön, wenn man da auswählen könnte, größer gleich 200 Kilowatt. Man kann dann auswählen Ionity und das war's. Warum nicht alle Partner von Volkswagen, also Aral Pulse ist zum Beispiel billiger, wenn man WeCharge Plus benutzt und Ionity, vielleicht auch andere, die ich jetzt gar nicht weiß, aber es wäre schön, wenn man das wählen könnte und vor allem dann mit der Navigation, mit den Ladenstopps, dass er sagen könnte, ich will nur diese Selected Partners, nennen sie das, benutzen. Es wäre toll, wenn er dann diese, weil die sind ja am billigsten, das wäre toll, wenn er das nutzt. Und das Wichtigste wäre, wenn man auswählen könnte, keine Ahnung, größer gleich vier Ladepunkte an dieser Ladestation. Weil wenn man irgendwo hinfährt und dann steht dann ein Lader und der geht vielleicht nicht, oder sind gerade welche da, natürlich auch ein Blödsinn für die Planung. Also vier Ladepunkte wären schon Minimum, vielleicht, dass man sogar mehr sagt, aber das ist so der Standard, würde ich sagen. Vor allem bei Ionity ist ganz oft nur vier. Also das wäre unglaublich toll und würde das Auto viel besser machen. Was für mich wirklich fehlt, und das ist sehr schade, ist immer noch, dass ich in der App nicht auf- und zusperren kann. Vor allem zusperren.
Es kann passieren, dass, keine Ahnung, man fährt in die Arbeit, tut was aus dem Kofferraum, geht in die, die Arbeit und vergisst, dass man zusperrt. Es wäre schon schön, wenn man einfach mit der App zusperren könnte, vor allem auch eine Meldung bekommt, hey, dass das Auto nicht zugesperrt. Das wäre wirklich toll. Ich fahre Volkswagen ID seit 3,5 Jahren, fast 4, oder? 2020 September. Es wäre wirklich toll, wenn man das machen könnte und eine Meldung bekommt, hey, nicht zugesperrt, und dann sperre ich es mit der App zu und es ist immer noch nicht drin, das ist sehr schade. Und vor allem können es viele andere Elektroautos und vor allem können auch die Verbrenner von Volkswagen können das mit der App, aber ID noch nicht. Nun zu dem Punkt, der mich wirklich an meinem ID.7 nervt und meine Frau zur Hochglut bringt. Jedes Mal, wenn sie fährt, dann, es ist furchtbar, warum ist das, es gibt's ja nicht. Und ich merke es wirklich stark, dass es mich genauso nervt. Es ist der Blinker, die Lautstärke vom Blinker innen drin. Es ist wirklich zu laut, ding, 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 die ganze Zeit. So, ich merke das selbst, wenn ich irgendwo an der Ampel stehe oder so und der Blinker ist an, ich bin dann, ich muss ausschalten, es ist viel zu laut. Und ich verstehe es nicht, weil ich bin jetzt viele MEB-Plattform-Autos gefahren. Bei meinem alten ID.3 war es schön leise. Ich bin einen Cupra Born mal gefahren, da war es laut. Einen anderen Cupra Born, da war es wieder leise. Einen anderen ID.3, da war es laut. ID.4, 5 war leise. Jetzt den neuen Skoda Enyaq bin ich erst gefahren. Gleiche Software, nur einfach die Skoda-Version. Auch leise. Ich weiß nicht, warum es bei ihm laut ist. Ich glaube, das ist völlig willkürlich und warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich kann leider mit OBD11 nicht mit dem Auto verbinden, dass ich dann irgendwie was ändern könnte, was ich auch nicht glaube, dass man dann die Lautstärke vom Blinker ändern kann. Aber die neuen Autos haben ja das FFP2 Safety Security System, wo man, wenn man sich verbindet, dann nicht jeder einfach was ändern kann, und im Moment mit OBD11 geht es noch nicht, vielleicht geht es irgendwann, aber ich glaube auch nicht, wie gesagt, dass man da die Blinkerlautstärke ändern kann. Es wäre aber schön, wenn Volkswagen das ändern könnte, weil mich nervt es tierisch. Sitzmassage. Ganz oft benutzt er den ersten, obwohl ich einen anderen auswähle. Ich muss dann nochmal auswählen. Aber was ich furchtbar gerne hätte, es gibt ja den Knopf am Sitz für Massage und dann benutzt er den ersten oder den letzten, der benutzt wurde. Es wäre schön, wenn ich speichern könnte, dass das immer ein bestimmter ist und nicht der erste. Aber wie ihr hört, ist das Meckern auf hohem Niveau, sind jetzt nicht die wichtigsten Dinge und nicht die schlimmsten. Es gibt viele Autos, wo es viel größere Probleme oder Dinge gibt. Aber es wäre schon schön, wenn das kommt. Eins ist mir noch eingefallen, zwei sogar. Der OK-Button bei der MEB-Plattform, dass jedes Mal, wenn man ins Auto geht, muss man OK drücken für die Privatsphäre-Einstellungen. Es wäre schön, wenn das weg wäre. Das wäre toll. Und ein Ding noch, das ist sehr interessant. In der Bedienungsanleitung vom ID.7 im Auto und auch online steht, dass es ein Einstiegsmenü gibt. Und dieses Einstiegsmenü hat einen Knopf, Wiederherstellen der Einstellungen von der letzten Fahrt. Und das beinhaltet den Spurhalteassistenten, ob der an ist oder aus, Tempolimit, Warnung, an oder aus, dann die Müdigkeitserkennung, Warnung und den Fahrmodus. So, wenn ich das gerne verstelle, und ich tue das, alle diese vier Dinge, es war noch eins, das ich jetzt gerade nicht weiß, und das stelle ich jedes Mal ein, nicht, also bei kurzen Fahrten nur ein paar Dinge, aber die Geschwindigkeitswarnung muss man ausschalten, Spurhalteassistenten schalte ich normal auch aus. Und da war eben im Menü, du drückst einen Knopf und alles wird da gemacht von der letzten Fahrt. Das hätte ich gerne. Bitte das implementieren in der nächsten Software. Bitte, bitte. Das wäre furchtbar nett, das gefällt mir nämlich. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.